Genau. Jetzt, bis jetzt war es quasi GOT erste Staffel. Jetzt nimmt es erst richtig Fahrt auf. Na gut, okay, dann lasse ich mich mal überraschen. Dann gucken wir mal, was er mir sagt. Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Nee. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Ja, es war jetzt nicht so erfolgreich. Nee, wir sind jetzt im Prinzip mit nix ja. geendet hier. Weil der Typ so ein Noob sein muss. Irgendwo ein Händler. Auch dringend ein Händler. Erzähl mir nicht, dass es in Skellige keinen Händler gibt. Hier ist einer. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hat. Jeremy Pascal, so hieß er, war ein Elfenmagier. Cool wäre ja auch, ich meine, Geralt kennt diesen Avalach anscheinend ja, ne? Ja, ich wüsste gern, woher. Ja, also gut, wenn das jetzt in irgendeinem anderen Spiel war, okay. Aber wenn es in den Büchern war, dann finde ich, dann hätten sie es so lösen können, dass Geralt den beiden erzählt, woher er ihn kennt. Ja, weil so ist so, das dass jetzt der Spieler es erfährt. Wir wissen wir ja jetzt gar nicht, wer das ist. Also, es wäre cooler gewesen, wenn es halt jemand wäre, den man irgendwo in den Spielen schon mal kennengelernt hat. Aber vielleicht... Vielleicht bauen sie auch gerade Spannung auf und er wird es noch erzählen. Nur gerade tappt man ein bisschen im Dunkeln. Meine, wenn du das schon so formulieren musst, vielleicht bauen sie gerade Spannung auf. Ja. Wo ist denn der Händler jetzt? Es regnet. Der Händler ist reingegangen. Ja. Geh einfach nach Novigrad. Bringt ja nichts. Ah ja, stimmt, rasten konnte man ja auch. Kann auch mal aus. Wieso habe ich im Fluss? Wieso bist du jetzt im Fluss? Verstehe nicht, warum die den hier eingezeichnet haben und er nicht da ist. Ah. Toll. Bin in dem Glauben hier hingegangen, dass hier ein Händler ist. Hm.
gut, ne? Dann versuchen wir es halt mal hier. Kertrolde. Morgen hat meine kleine Norgon Geburtstag. Respekt, Hexer. Ich weiß nicht, was ich hier schenke. Respekt, Alter. Ey, ich hab gerade so unendlich wenig Lust, jetzt hier rumzurennen und nach einem Händler zu suchen. Was ist das, was auf der Karte aufgezeichnet war? Das da. Das ist so ein Rüstungsschmied. Aber kannst du bei dem nicht Sachen verkaufen? Vielleicht. Ich den finde. Der ist draußen. Da, wo du gerade reingekommen bist. Da war zumindest auf der Minimap sichtbar. Aber kannst du auch eine Axt fügen? Anscheinend dadurch und dann links. Was ist das? Das ist eine Verzierung. Ich habe es. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Ich dachte mir, dass du kommen würdest. Ach was, ich wusste es. Ach ja. Hier in der Festung Kertrolde findet man die bestsortierte Waffenkammer von Skellige. Jeder weiß das. Das sehe ich mir gern selbst an. Nimm dir Zeit. Sieh dich gründlich um. So. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Genau. Ich möchte... Ich meine, wir hatten das halt mal aufgehoben, um das auseinanderzunehmen. Glaube ich. Ich dachte mir das. Ich wusste es. Ich war mir sicher und andere Synonyme für eine erwartete Ankunft. Irgendwas muss doch noch was wiegen. Die Pferde, die wir da hinten. Ja, wir haben Pferde im Inventar. Dann die Sattel. Was ist mit denen? Wie viel wiegen die? Rechts. Ach, nichts. Ich hab das irgendwie zweimal. 7,5 war der andere Sattel. Der da. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den wegwerfen möchte. Vielleicht dann lieber hier was von den Relikten. Von Trophäen, ja. Gut, die wiegen ja nur eins. Aber, klar. Nicht den Käse verkaufen. Einfach alles aufessen. Aber Geralt muss doch auf seine schlanke Linie achten. Ach. Bonuskreuz. Dieser Armbrust im Inventar ist nicht die, die du trägst, oder? Ich würde glaub, mir gerne dein Angebot ansehen. Ich trage gerade gar keine. Ich habe irgendwie das Gefühl... Hast du die... Wiedersehen. Trägst auch keine Schwert... Oh nein! Sag nicht, wir haben... Oh nee... Oh Mann, der hat die ausgezogen in der letzten Wann war der letzte Save? Guck am besten ja, nach, wahrscheinlich als ich... Quick Save gibt. Oh Mann, ey. 21.08 Uhr. Der Fluch, ja, 4 Minuten. Uma lastete, okay, gut. Sich als knifflig. Doch Jennifer und die Hexer schafften es, reinzukommen. Kein Wunder, dass wir plötzlich überladen sind, wenn er seine Schwerter ausgezogen und jetzt hat. Ja, stimmt, das macht Sinn. Wenn er sie trägt, wiegen die ja, glaube ich, nichts. Das hasse ich irgendwie. Und sie dann auf der versteckt hatte. Das ist doof. Finde ich gut von euch. Fist only run. Ja. So, zieh dich wieder an. Ja gut, am Gewicht ändert es trotzdem nichts, aber... Ja. Nein? Nee, tatsächlich nicht. 58 und wenn du jetzt noch ein zweites Schwert anziehst, hier die Stahlwaffe da, hast du auch 58. Toll. Und die Armbrust noch. Weil die haben wir jetzt ein paar Mal gebraucht. Mich aus. Die Scheuklappen sind irgendwie auch verkackt, ne?
verkrackt sind sie. Sattel. Ah, da. Bei den Satteln, da verschwindet das Gewicht. Wenn du sie anziehst. Also, weil Plötze sie natürlich trägt. Ja, ohne den Autosave hätten wir jetzt... Na gut, wenn es keine Autosaves gäbe, würden wir aber auch öfter quicksaven. Ja. Ja gut, ich gehe jetzt trotzdem nochmal zu dem Händler hin. Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Sei gegrüßt, Weißbart. Ja. Hier in der... Das nehmen wir... Es ist ein unsichtbarer Freund. Ich rede mit ihm. Wollte nicht auch mal Satteltaschen kaufen. Stimmt, wir hatten halt keine gekauft. Weil wir ja diese Mod drin hatten. Eine Zeit lang. Hat er welche? Ja. Wir kaufen mal den. Wow. Und dann einfach das ganze Zeug, das Gewicht hat, da rein. Genau. Wenn das so läuft. Ich weiß jetzt auch nicht, ob... Ne, die haben wir aber auch. Oh Gott, hat er jetzt Schuhe an? Ich habe keine Ahnung. Aber die Hose musstest du ja spektakulär wieder anziehen. Ja. Schuhe hat er aber an. Ich meinte manuell. Nicht. Spektakulär. Du hast spektakulär deine Hose angezogen mit Feuerwerk und... So, jetzt haben wir 160. Das ist doch schon mal besser. Wie viel hatten wir vorher? 60, ne? 60. Wir haben die Mod nicht rausgenommen in dem Sinne, sondern wir haben irgendwann keinen Bock mehr gehabt, die zu updaten, die Mods waren. Weil immer Updates fürs Spiel kamen und... Genau. Das und dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm, Käse drauf. Genau. So. Ich meine, es ist auch in, ich sag mal, 99% der Zeit ist es auch kein Problem. Nee. Nur jetzt war es halt eins. Ich hatte halt vor lange nicht gecheckt, dass hier so Handwerksmaterialien und so alles nichts wiegen. Und dass das Einzige, was wiegt, wirklich Waffen und Rüstung sind. Und das finde ich jetzt irgendwo noch vertretbar. Der Junge an Kret ist ein toller Hecht. Hat ganz alleine einen Riesen getötet. Ganz alleine hat er das getan, ja. Ich sag's dir, Geralt. Seit du und Hjalmar den Eisriesen besiegt habt, sehe ich dich als einen der Unsrigen. Sehe ich wie ein Skelliger aus? Du hast das Herz eines Ankret. Oh, hätte der uns jetzt nicht geholfen, wenn wir das mit dem Eisriesen nicht gemacht hätten? Das kann sein. Also, falls er uns überhaupt hilft, natürlich. Ach, wir sprechen mal. Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Wir müssen kurz das Getränk einschütten. Moment. Stopp. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe nur Angst, dass ich plötzlich ertrinke. Ja. Entschuldige, wie war das noch? Wo ist Ceres hin? Nach Spikerung. Hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie Udalric helfen muss. Wie denn? Das frage ich mich auch. Er ist ein tapferer Mann. Manche behaupten auch aufbrausend und hastig, aber... Wenn Ceres Ruhm will, wäre sie besser mit Hjalmar gesegelt. Aber so, wer weiß, was sie für Hirngespinste hat. Mhm. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Nun. Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen. Komisch. Aber keine Sorge. Ciri wird in Kertro.
Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ey, die wollen alle ihre scheiß Burgen nicht verlassen. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Ja, nimm Butterbrot hier mit. Hier, nimm meinen Kriegselefanten mit. Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. Er hat den Soul Reaver. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Warum sollten wir das nicht annehmen? Ja. Danke. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Umso mehr weiß ich es zu schätzen. Und der jetzt so, ah, doch nicht. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Yay. So, guck mal, was das jetzt für ein Schwert ist. Geil. Ja gut, skaliert halt, ne? Hätten wir es später geholt, wäre es wahrscheinlich ein höheres Level oder so. Ich glaube nicht, dass das skaliert. Echt nicht? Nee. Cool. Nee, lol, wollt's auf eBay versteigern, aber wollte niemand, deswegen kannst du's nehmen, Roffel. Sieht aber echt geil aus, so von den Visuals her. Ja, und ich würde sagen, mit diesem Zwischenstand machen wir dann für heute erstmal Feierabend. Und den Rest der Truppe trommeln wir dann in der nächsten Aufnahme zusammen. Genau. Wir verabschieden uns von den Zuschauerleins der Aufnahme. Macht's gut. Ciao.